Hallo Leute und willkommen bei Oldschool Hunter zu einem kleinen Produktreview, denn Atmos FX hat vor ein paar Tagen einen neuen Teil dieser drei lustigen singenden Kürbisse auf den Markt gebracht. Das Ganze nennt sich Jack-O-Lantern Jamboree 3 und ich habe mir mal angeschaut, was in dem Paket alles so enthalten ist. Kleiner Hinweis vorneweg, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann nutzt bitte gern den Link in der Videobeschreibung für eure Erstbestellung. Was ist nun alles in dem Paket enthalten? Wir haben drei Videos mit Musik, wir haben vier Videos mit lustigen Geistergeschichten und wir haben zwei Videos mit gruseligen Geistergeschichten. Die Kürbisse werdet ihr in diesem Review leider nur in Englisch hören. Das liegt daran, dass Atmos FX die Videos nur in Englisch bereitstellt, aber eine deutsche Übersetzung wird mit hoher Sicherheit im Laufe des Jahres noch folgen. Die Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir legen los und tauchen in die Welt dieser drei lustigen singenden Kürbisse ein. Und da starten wir das Review mit den drei Musikvideos. Wer kennt sie nicht? Die Addams Family. Eine Familie, bei der sich alles um den Tod dreht. Das ist natürlich passend für Halloween. Da könnte man auch eine wunderschöne Motto-Party machen und hätte sofort etwas Passendes mit diesen drei lustigen Kürbissen. Finde ich persönlich sehr schön, dass dieses Lied jetzt dabei ist. Hier haben wir die Ghostbusters. Ich denke mal, ein Klassiker, den fast jeder kennt, oder zumindest den jeder kennt, der mit Halloween zu tun hat. Im Film selbst dreht sich ja auch alles um Geister, deswegen an dieser Stelle auch sehr, sehr schön ausgewählt. Und dann haben wir Lied Nummer 3 mit dem Monster Mash. Dieser Song von Bobby Pickett aus dem Jahre 1964 ist vom Thema her natürlich auch sehr passend. Das Lied an sich ist natürlich etwas älter, aber vom Text her passt es wunderbar zu Halloween. Halloween is so much fun, so much fun, so much fun. Halloween is so much fun, trick or treating. Will I be a clown? Kommen wir zur ersten lustigen Geschichte. Basierend auf dem Kinderreim London Bridge is Falling Down gibt es hier ein kleines Gedicht für Halloween. Dabei geht es um den Spaß an Halloween, das Sammeln der Süßigkeiten und dass es am Ende Bauchschmerzen gibt, wenn man zu viel gegessen hat. Halloween is so much fun, so much fun, so much fun. Halloween is so much fun, trick or treating. Als nächstes haben wir die Sammlung von Limericks.
Dabei gibt es in dem Video immer wieder kurze Sprüche rund um das Thema Halloween und ich habe hier mal die ersten drei rausgenommen. She always tricks before treat, asks you to smell her feet, then pulls out some candy to chew. There was a doubting boy from Maine who thought Halloween was quite lame. But one day he found out that candy was about, and now he's a trick-or-treater of fame. There was a giant pumpkin called Randall who created quite the scandal. He could always be found for miles around by the brightness of his candle. It's Halloween tonight, an evening full of fright. Goblins, ghoulies, we all yell boo! Im dritten Video der lustigen Kurzgeschichten und Sprüche gibt es hier nach dem Kinderspruch Ringel, Ringel, Reihe, wir sind der Kinderdreie, einen Reim, der passend auf Halloween zugeschnitten wurde. A zombie, we all yell boo! The moon is full and bright, the pumpkins are alight, disguises, surprises, we all get treats! The crow up on the steeple is screeching at the people. Black cats, winged bats, we all yell boo! The doorbells are all ringing, the boys and girls are singing. Candy, candy, we all get treats! The creepy crawly spider climbed up the iron gate. Up at the top, it would meet an awful fate. Das vierte Video basiert auf Itsy Bitsy Spider oder zu Deutsch die klitzekleine Spinne und auch hier wurde der Text wieder passend zu Halloween umgearbeitet. Auf jeden Fall sehr schön für die Kinder, denn diese kennen die Melodie bzw. den Rhythmus auf jeden Fall. Strong blew the wind and knocked the old tree down and the squeaking, squawking raven was never to be found. The hissing, kissing snake slithered out an open grave, looking for a snack and the chance to misbehave. Out popped a hand and grabbed him by the tail, and the hissing, kissing snake turned a whiter shade of pale. All houses wherein people have lived and died are haunted houses through the open doors. Jetzt kommen wir zur ersten der zwei Gruselgeschichten. Dabei geht das Ganze los mit einer Geschichte, bei der sich alles um Geisterhäuser dreht und die Erzählweise ist mit der tiefen Stimme des Kürbis schon eher gruselig angelegt. Müsste man sehen, ob das was für Kinder ist. Vom Text her passt es eigentlich. Die Geschichte an sich ist 2 Minuten und 30 dann lang. In offensive ghosts, as silent as the pictures on the wall. The stranger at my fireside cannot see the forms I see, nor hear the sounds I hear. He but perceives what is, while unto me all that has been is visible. Here tells the tale of the disappearance of Ichabod Crane. Schoolmaster of Sleepy Hollow, the very same unfortunate Ichabod who encountered the ghost. Die Geschichte von Sleepy Hollow aus dem Jahre 1819 rundet hier alles ab. Was ich persönlich sehr schön finde, sind die Kürbisse links und rechts. Diese zeigen immer passend zum Erzählten Bilder an und machen die Geschichte damit lebendig. Ich persönlich finde das auf jeden Fall sehr gut gelungen. Die Geschichte an sich ist natürlich sehr lang, die geht über 5 Minuten. All the stories of ghosts and goblins that he had heard now came crowding upon his recollection. The night grew darker and darker. A small brook crossed the road and ran into a thickly wooded glen, a few rough logs. Leute, ich muss sagen, Atmos FX hat wieder alle Register gezogen. Der dritte Teil, das dritte Paket der lustigen Kürbisse ist wieder super geworden. Wir haben Musik, wir haben kurze Geschichten
und wir haben lange Geschichten und ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen davon bei mir an Halloween einsetzen. Letztes Jahr hatte ich Jack-O-Lantern Jamboree 1 und 2 bei mir laufen und ich muss sagen, die Besucher waren begeistert, vor allen Dingen die Kinder waren davon echt begeistert und nur schwer von der Bank mit den drei singenden Kürbissen wieder wegzubekommen. Wir sind damit am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, auf Abonnieren zu klicken, damit ihr die Updates hier auf meinem Kanal nicht verpasst. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund! Ghostbusters!